Hi, ich bin Lisa, 21 Jahre alt und komme aus Bonn. Ich bin im Team Sportnahrung Engel und mache beim diesjährigen Flight to Stage mit. Sport begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Meine Liebe zum Kraftsport habe ich aber seit 2,5 Jahren circa entdeckt, wo ich auch aktiv trainiere. Seit Anfang des Jahres, seit ungefähr März, bin ich schon bei Diana Petri im Coaching und wollte jetzt auch mal gucken, wie es ist, auf die Bühne zu gehen. Das ist schon lange mein großer Traum. Und jetzt wird er mit Flight to Stage endlich wahr. Eigentlich war mein Plan, in der Bikini-Klasse zu starten. Wie sich mein Körper aber momentan entwickelt, weiß ich noch nicht ganz, ob es nicht doch die Figurklasse für mich wird. Das werde ich dann kurz vor dem Wettkampf entscheiden. Das Gute dabei ist ja, dass ich in beiden Klassen starten kann, sodass ich erstmal austesten kann, worin ich halt besser passe und womit ich mich mehr identifizieren kann. Diätstart war Anfang Juni für mich gewesen. Ich komme sehr gut mit der Diät klar. Dadurch, dass ich auch schon vorher bei Diana im Coaching war, ist es keine große Umstellung für mich. Ein paar kleine Abwandlungen sind natürlich dabei, aber im Großen und Ganzen komme ich ziemlich gut damit zurecht. Müdigkeit spüre ich noch nicht, es wirkt sich auch noch nicht aufs Training aus. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch so gut klappt. Kraftwerte konnte ich auch erhalten und ja, ich bin zufrieden, wie es läuft. Mein erster Wettkampf wird Ende September sein, das heißt, ich habe noch 3 Monate Zeit, um das Beste aus mir rauszuholen. Vor allem beim Beintraining hoffe ich, dass es da einige Verbesserungen geben wird. Momentan trainiere ich 5-mal die Woche Kraft und 5-mal die Woche zusätzlich Ausdauer. Noch verläuft alles sehr gut, das Krafttraining macht sehr Spaß und auch das Cardio ist insgesamt sehr angenehm. Und ich bin einfach mal gespannt, wie mein Körper darauf in den weiteren Wochen reagieren wird und was ich letztendlich aus mir herausholen kann. Das war's erstmal von mir gewesen. Ich hoffe, ihr verfolgt Flight to Stage fleißig weiter. Und jetzt nehme ich euch erstmal mit ins Rückentraining mit der Diana. Hallo, ich bin die Diana Petri. Ich bin die, der Coach von den Flight to Stage Mädels dieses Jahr. Ich mache heute mit der Lisa, mit einer meiner Athletinnen, das erste Rückentrainingsvideo. Und ja, das werden wir euch jetzt mal ein paar Ausschnitte zeigen. Wir fangen jetzt mit dem breiten Latzen an, machen mal ein bisschen was für die Rückenbreite. Und bevor wir mit dem eigentlichen Arbeitssatz beginnen, machen wir 3 Aufwärmsätze, einfach um ein bisschen Blut um den Muskel reinzukriegen, den Muskel ein bisschen zu füllen, vorzubereiten, Verletzungen vorzubeugen. Und das ist jetzt die Aufwärmphase, die Vorbereitung. Also das war jetzt unser erster Arbeitssatz. Ich bin jetzt jemand, ab einem gewissen Gewichtslimit ist es so, sind die Zugschlaufen unumgänglich. Für Anfänger oder bis zu einem gewissen Gewichtslimit empfehle ich sie nicht, weil man schon die eigene Griffkraft und auch ein bisschen die Unterarme mittrainieren sollte. Aber es ist einfach so, irgendwann an einem Punkt von der Kraft her, wo der Rücken deutlich stärker ist als die Hände bzw. die Unterarme. Und da kommen dann die Zugschlaufen zum Einsatz, die dir halt einfach helfen, dass du ein stärkeres Gewicht bewegen kannst. Das klassische Langhantelrudern, das ist das für die Rückendichte, dass der Rücken zum einen, also ich wechsle die Übung immer durch im Rückentraining, mache immer eine Übung für die Breite und eine für die Dichte, dass man so ein schönes ausgewogenes Verhältnis hat. Und das hier ist jetzt eine rückendichte Übung. 2, 3, 4, 5. My spirit's awake, I don't feel the shame. So many people here, but somehow they disappear. Cause all that I trust, it crumbled to dust. But finally I can breathe.
5, 13, 14, 15. Und dann lade ich halt aber relativ langsam nach vorne, bis wirklich der Zug hier unten drauf ist. Ne? Also wirklich ziehen und dann langsam nach unten ausgehen lassen. Ne? Also du müsstest ab der Hälfte, ab hier müsstest du den eigentlich schon bis hier merken, den musst du dann bis zur richtigen Ausführung. Guck mal. Wir machen jetzt das einarmige Rudern. Das kann man in zwei Varianten machen. Einmal frei mit den Kurzhanteln. Freie Gewichte eignen sich zum Muskelaufbau in der Regel sehr gut. Aber es gibt so ein paar Übungen, die ich am Kabelzug bevorzuge, weil man einfach in der Abwärtsbewegung das Ganze ein bisschen langsamer machen kann, kann den Muskel viel weiter ausdehnen lassen und kommt einfach ein bisschen konzentrierter an den Muskel ran. Und wir machen diese Übung jetzt auch noch sowohl ein bisschen für die Breite als auch für die Dichte aufzubauen. Und wie gesagt, ziemlich konzentriert in der Abwärtsbewegung langsamer, um den Muskel einfach so weit wie möglich auszudehnen. Denn der Muskel wächst halt nun mal auch durch Zug und Druck. So, wir machen jetzt hier noch eine Übung für die Rückenbreite. Das Gute bei der Ausführung bei diesem Gerät ist, dass man auch sehr gut noch in der Griffposition an die hintere Schulter mit rankommt. Das ist gerade bei vielen Frauen so eine absolute Schwachstelle und die Frauen können die auch oft im Training gar nicht so gezielt ansteuern. Und bei der Übung bzw. bei der Ausführung hier kann man die relativ gut ansteuern. I listen to your words, don't stop to talk. Everything you say is from the heart. You said it to me and only me. Wichtig ist halt bei der Ausführung hier, dass man darauf achtet, dass der Ellenbogen nicht zu weit nach unten abknickt. Weil dann geht es wieder nur rein in den Latissimus, sondern wirklich in der Parallelen, damit man die hintere Schulter noch ansteuert. I'll never try to learn how to love. Oh, wir machen jetzt hier noch das sitzende Rudern. Ich mache das gerne als vorletzte oder letzte Übung in meinem Training mit relativ leichtem Gewicht, viele Wiederholungen und sehr konzentriert und nutze auch den vollen Bewegungsradius vom Rücken. Also lass mich wirklich in der Endposition komplett ausdehnen und ja, wie gesagt, vorletzte bzw. letzte Übung, viele Wiederholungen, sehr konzentriert für den Rücken, Rückenbreite und ganze hintere Schulter. So, wir kommen jetzt zu unserer letzten Rückenübung. Das sind Überzüge. Ich mag die prinzipiell lieber am Kabelturm als diese klassischen Freien, die man mit der Kurzhantel kämpft, weil da auch einfach die Verletzungsgefahr sehr hoch ist. Und ich persönlich auch einfach finde, habe verschiedenes ausprobiert, dass es nicht so effektiv für den Rücken ist. Ich bevorzuge hier am Kabelzug auch immer eine breite Stange in einem breiten Griff. Ja, auch hier ein relativ leichtes Gewicht und dafür aber in der Endposition wirklich ein bisschen langsam nach vorne kommen lassen. We'll be right back.
So, das war unser Rückentraining für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einfach einen Daumen hoch da auf dem YouTube-Channel. Ja, wir sind für heute raus. Wir sind beide ziemlich kaputt. Ja, ich freue mich auf das nächste Video mit den anderen Mädels. Und ja, vielen Dank fürs Gucken. Bis dann. Ciao.